Und wieder bleibt das Bild stehen. Wie schön. Bottles of beer on the wall. 99 bottles of beer. So. Ja, die Fässer, man sieht, hier ist keine wirkliche Feuerquelle, außer das da unten. Und da reinschmeißen ist blöd, dann kriege ich sie nicht wieder hoch. Dementsprechend baut man sich jetzt hier eine Kettenreaktion, um diese Dinger hier kaputt zu machen. Und zwar mit allen drei Fässern. Ist eigentlich nicht so kompliziert, auch kein großartiges Rätsel eigentlich, wenn man es erstmal gesehen hat, wann diese Fässer sich entzünden und wo die landen. Eigentlich eine pure Timing-Frage und Augenfrage, ob man jetzt schafft, das richtig abzuschätzen, wie weit man das werfen kann. Hotdog brauchen wir ja nicht mehr, deswegen nehme ich meine Knochen mit schon mal. Ich hoffe, das reicht soweit. Andere Seite. So. Und plötzlich entzündet sich das automatisch. Oh. Roll, 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 roll. Doch noch geklappt, sehr schön. Filmen. Gucken, ob ich das von hier aus, von dem Gerüst aus, darüber schon schaffe mit der Abenteurerin. Damit nicht, wenn man runterfällt. Okay, wohl eher nicht. Geht wohl nur in die andere Richtung. Wenn ich hier hin will, wo ich gerade bereits schon bin. Bereits schon. Auch nicht schlecht. Ja, da. Intelligenz ist was anderes. Tada! Ach, hier kann ich mich wieder hochziehen, okay. Und plötzlich kann ich auch das Boot weiter ran hochholen. Was ein Zufall. Nicht rein, soll zerschieben. Damit ist eigentlich auch schon das Gröbste getan, was ich hier machen muss, um das Boot voranzubekommen. Oh, ein bisschen mehr Platz. Oh. Nicht rein. So, da. Kann sich nur um Stunden handeln. Warum auch immer das Ding gerade unten ist eigentlich. Achso, stimmt, ich bin ja weggegangen. Ach. Gut. Nichts gesagt. Und wenn doch, werde ich so lange bestreiten, dass das Gegenteil bewiesen ist. Ich zum Hilli-Billy und bewegt das Bötchen weiter. I'm finally getting off this island, bitch. I think I've got everything I need. Shove off any time. I knew he was going to be trouble. Right here in Island City. Trouble with a capital T, which rhymes with P, which stands for hermit. Okay, that didn't quite work. But he's still trouble. Trouble with a capital H, which stands for hermit. There. Much better.
Let's go. No more island. Time to leave. Viel besser. Schlechter Witz. Schlechtester Witz, den ich je gesehen habe, gehört habe, meine ich. Na komm auf da. Runter. Ja. Man weiß ja, das Boot reicht nur für 3 Personen. Verdammt. Jetzt sind wir nur noch 3. Let's go. No more island. Time das heißt, to leave. Irgendwie. Irgendwie muss man Hermes halt loswerden. Und erstmal besorge ich ihm den nervigen Vogel vom Schachspielen. Na, schon wieder so ein FPS ein. Ach, was ganz Lustiges muss ich da mal noch zeigen vorher. Vogel. Lauf mal da. Guck mal, ich hab Cracker. Das meine ich nicht mit dem Lustigen, was ich zeigen wollte. Sondern... das. So fies. Das war es mir wert, das jetzt nochmal doppelt zu machen. Hier hast du einen Cracker. Oh, ja. So, muss ich oben drüber, damit er mir nicht wieder wegfliegt. Hier nicht wieder sterben. So, perfekt. Ja, und die dritte muss ich natürlich auch noch irgendwie mitkriegen. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe, was ich noch machen muss, aber soweit ich weiß, muss ich dem Typen hier sein, also dem Hund von dem Typen, besser gesagt, den Knochen zeigen, damit er hier am Durchdrehen ist. Guck mal da. Let's go. Damit no more island. Durch. Time to leave. Eigentlich sollte der jetzt davon angelockt werden, dass ich hier... Let's get a move on. Vielleicht muss ich da jetzt mal mit dem dritten hin. Ach, fuck. Hebe. So. Ich hoffe. Ich war ja eben schon mal mit allen dreien da, glaube ich, oder? What? It's the holdup. I don't want to spend another day on this wretched island. I've packed everything special and beloved to me and I'm ready to scoot. Too bad this boat only has 3 seats. One of you will have to stay behind. Warum einer von uns? Das ist hier die Frage. Vielleicht jetzt, wo ich den aktiviert habe, von wegen bla bla, stay behind, etc. Dass es jetzt was bringt, wenn ich den Hund nochmal ein bisschen ködere.
Oder auch nicht. Having trouble deciding who's got to stay. Can't blame you. I wouldn't want to leave a friend behind. Versuche ich nochmal was anderes. Und zwar, ja, mit dem Papagei. So lange ist es noch gar nicht her und ich habe jetzt schon die Lösung vergessen. Das ist nämlich eigentlich ein Teil, der bei jedem gleich ist. Polly wants a cracker. Muss ich da nochmal, ja, ich weiß, das ist mein Problem. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Mal mit dem Papagei hoch zum Hund. Vielleicht wiederholt er ja dann das Bellen, wenn der jetzt mal aufhören würde zu stoppen. Ja, das hat schon mal geklappt. Jetzt macht es auch Sinn, dass ich den überhaupt mitnehmen sollte. So, vorsichtshalber nehme ich die gleich schon mal mit. Au. Komm schon, runter da. Nicht, dass er mir hier gleich schnell genug zurück ist und mir den Platz wegnimmt. Das letzte Mal sind wir hier zu zweit runtergelaufen. Dürfte aber eigentlich keinen Unterschied machen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. I forgot my dog. You wait here and I'll be back in a flash. Don't leave without us. Spanky gets his own seat, so someone will need to swim. Ach, jetzt soll mein Boot zwei Plätze frei machen. Für den Hund und ich. Ist richtig. And really, the stranding of a lone hermit pales in comparison to what we've seen from these three so far. I do wonder if any lessons have been learned this evening. Maybe by you and me, but I fear not by them. Well, we shall see soon enough. Kein Seemannslied heute. Die Haie halten sich auch alle fern, ist ja langweilig. Plätsch. Employees only, da fehlt mir wieder ein Schlüssel, also in andere Richtung. Well, you took long enough. I was gonna send out the search party, but they're still looking for the last group. You didn't happen to run into an annoying clown, did you? That doesn't matter. We just got a new shipment of trinkets that should satisfy your every desire. But I can't give them to you without suitable replacements. So, take this giant novelty-sized key, again, and open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Again. Verdammt. Doch nicht. We close at 5, so, you might want to get a move ja, on hier, it. Ja, hier, kriegst du noch ein paar. Okay, wenn du keine Cracker willst, dann lass ich die halt da liegen. Hoch. Lass mich rein. Jump. Tschu. Da sind ja die anderen beiden auch. Das kennen wir doch hier. Ja, wie man sieht, ist man jetzt hier wieder am Anfang quasi. Wo alles begann. Back to the roots. Nur, dass die Stacheln bereits eingesammelt wurden. Also ein paar kleine optische Veränderungen gibt es schon.
Aber noch mal gucken, da das schon eine ganze Weile her ist, dass ich das letzte Mal hier war. Ob ich hier nicht vielleicht irgendwas vergessen habe. Beziehungsweise ich hier noch irgendwas finde. Sieht aber nicht danach aus. Ach komm schon. Da. Na, lass doch mal nah. Doch. Jump the dump. Kann man relativ gefahrlos durchlaufen. Und ja. Hier ist nichts mehr. Der freut sich seines Lebens. Den Knochen brauche ich ja nicht mehr. Kann auch mal wegpacken hier. Salam. Gluck, gluck. Die hat auch alles erreicht, was sie wollte. Sehr schön. Und den Beweis für den Triumph, den klauen wir ihr mal. Und lassen das Korn auch hier. Watsche, 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 watsche. Upsala. Denn hier plötzlich los? Der Typ ist so geil. Ich finde Hermit lustig. Hillbilly kriegt den Hund. Ist auch ein besserer Freund als der komische Stoffbär, den er vorher hatte. Auf jetzt. Schneller, weiter. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Aber Respekt, er kann sich mit einer Hand hochziehen, ohne sich irgendwo anders an dem Seil noch zu befestigen. Oh, you've outdone yourself on this one. Taking the thing someone else desires most was a stroke of genius. You earned it. Yay, ich hab den Stoff. Dingsbums wieder. Hund wäre mir zwar lieber gewesen, aber was soll's. Und er darf sich jetzt so langsam rausbewegen aus dem Käfig. Und links sieht man übrigens, man kann jetzt nur noch diesen Hillbilly vorerst steuern. Und er geht alleine dem Ende entgegen. The Burning Rage of Rejection. Oh my goodness, alle tot. Oh, that weiter geht's very mit den anderen Chars. All, viel mehr passiert eigentlich nicht mehr. Tenths of the law. That other one tenth. Pff, there you go. Ja, das nehme ich gerne. Geld, ein Sack voller Dollar. Ja, das war's denn jetzt eigentlich auch schon. Viel mehr passiert jetzt eigentlich auch nicht mehr mit dem Let's Play. Ich bringe jetzt nur noch die Schäfchen ins Trockene. Die letzten beiden. Und Unimaginable Worlds. Geil. Ja, und dann ist das Let's Play eigentlich auch schon vorbei. Nice on the shelf. I don't think its rightful owner will miss it much. Enjoy. Ja, danke. Ja, ich bringe jetzt, wie gesagt, noch den letzten auch noch ins Ziel und halt dann schon mal meine Klappe. Ich verabschiede mich schon. Fazit lasse ich diesmal einfach sein, weil ich eigentlich schon genug über dieses Spiel während des Let's Plays gesagt habe. Dementsprechend wünsche ich noch viel Spaß mit dem letzten Foto und bye bye. Well, you might think of this evening as a failure, but it was not.
True, our friends did not learn the lessons they were meant to. They are destined to choose a path that can lead only to misery and disappointment. Not to mention a few lawsuits and possibly an embarrassing reality TV show. But I know you will leave here tonight with a new perspective on the choices to come. Someday, you yourself shall explore my mysterious depths. And when we meet again on that journey, I am confident you will make the right decisions. Because I am the Cave.